Hallo, wir sind das Team von Perspektive 3D der Fachstelle für Suchtprävention Berlin. Perspektive 3D ist ein Projekt zur Suchtprävention bei Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrungen. Wir haben ein breites Angebot für MultiplikatorInnen und EndadressatInnen in Berlin, das ich Ihnen gern kurz vorstellen möchte. Bei Angeboten der Suchtprävention geht es vor allem um eine Vermeidung oder Herauszögern des Konsums oder riskanter Verhaltensweisen, dem Anstoßen einer Konsumreflexion oder auch Unterstützung zur Entwicklung von Risikokompetenzen. Suchtprävention setzt an, bevor eine Abhängigkeit entwickelt wurde. Die Angebote der Suchthilfe wiederum richten sich vor allem an bereits problematisch oder abhängig Konsumierende, mit dem Ziel der Schadensminimierung und der Unterstützung im Übergang zu Hilfe, zum Beispiel in Form von Beratung und Therapie. Die Aktivitäten der Suchtprävention und Suchthilfe haben eine Schnittstelle, die der Frühintervention, bei zum Beispiel Menschen mit schon problematischen, aber noch nicht abhängigen Konsummustern. Suchtprävention und Suchthilfe ergänzen sich, decken jedoch für sich ganz eigene Themenfelder ab. Zunächst einmal, warum gibt es überhaupt Suchtprävention, speziell für geflüchtete Menschen? Das liegt daran, dass diese aufgrund ihrer Fluchterfahrungen häufig besonders belastet sind. Viele befinden sich außerdem in einer schwierigen Lebenssituation in Deutschland und müssen mit sehr eingeschränkten Handlungsspielräumen umgehen. All das macht sie anfällig dafür, Substanzen oder problematische Verhaltensweisen als Bewältigungsstrategien einzusetzen. Häufig gibt es spezielle Fragen, die im Kontext Sucht und Migration entstehen. Darum bieten wir im Projekt Perspektive 3D für verschiedene Zielgruppen geeignete Angebote an. Für MultiplikatorInnen, für Geflüchtete und auch um den Austausch in professionellen Netzwerken zu befördern. Wir bieten Fortbildungen, Beratungen und Coachings für MultiplikatorInnen, auch digital über den Anbieter Zoom. Workshops für Geflüchtete, Infomaterialien in 10 Sprachen zur Bestellung, ein professionelles Netzwerk und regelmäßige Vernetzung mit anderen Akteuren. Die Website www.helpisok.de. Eine uns sehr wichtige Zielgruppe sind MultiplikatorInnen, weil sie Kontakt zu sehr vielen Menschen haben, die wir sonst nicht erreichen könnten. Hierzu gehören Fachkräfte, die im Rahmen ihrer Arbeit suchtpräventiv mit Menschen mit Fluchthintergrund bzw. Migrationsgeschichten arbeiten möchten, zum Beispiel in Unterkünften, betreuten Jugendwohnen, Jobcentern, Bezirksämtern, Projekten freier Träger wie zum Beispiel Kiezmütter etc. Ziele sind für diese Gruppe: über Wissenstransfer suchtpräventive Strukturen zu etablieren, die individuelle Handlungssicherheit zu erhöhen, einen Überblick über das bestehende Hilfesystem verschaffen und die aktive Vermittlung in das Hilfesystem zu erleichtern. Um diese Ziele zu erreichen, haben wir eine Reihe von Angeboten. Wir bieten kostenfreie Fortbildungen, Beratungen und Coachings für Menschen, die mit Geflüchteten arbeiten, zum Beispiel in Gemeinschaftsunterkünften, mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten und so weiter. Dabei sind wir in der Durchführung flexibel. Auf Anfrage vereinbaren wir einen Termin bei Ihnen vor Ort oder als Webkonferenz bzw. digitalen Workshop. Häufige Inhalte unserer Coachings und Fortbildungen sind zum Beispiel Suchtentstehung, Wirkweisen, Intervention, aber auch team- oder standortspezifische Fragestellungen zu Haltung, Regeln und Strukturen. Gerne nehmen wir Ihre settingspezifischen Fragestellungen mit auf. Für Geflüchtete haben wir niedrigschwellige Angebote für verschiedene Gruppen. Angebote mit Fokus auf Frauen, Männer und unbegleitete Minderjährige. Im Zentrum steht der Wissenserwerb zu mentaler Gesundheit, Stress, Substanzkonsum, Umgang mit digitalen Medien, außerdem Zugänge zum verfügbaren Hilfesystem. Spezielle Angebote sind zum Beispiel kostenfreie Workshops zur Suchtprävention für Geflüchtete, beispielsweise in Gemeinschaftsunterkünften, Willkommensklassen etc. Bei Bedarf können wir auch Sprachmittlung organisieren. Häufige Themen sind Sensibilisierung für Sucht als Krankheit, rechtliches und das Hilfesystem sowie Elternangebote zum Thema digitale Medien in der Familie. Ein weiteres Angebot ist die Website Help is Okay.
Dort finden Sie Filme für Geflüchtete, die zum Thema Beratung sensibilisieren. Geschlechtssensibel für Männer und Frauen und ohne Sprache. Auch gibt es dort geschlechtssensible Informationen zu seelischer Gesundheit, Suchtprävention und Beratung in 10 Sprachen zum Download. Wir bieten viele verschiedene Informationsmaterialien in bis zu 10 Sprachen an. Hier sehen Sie unseren Eltern Infoflyer mit nützlichen Tipps zum Umgang mit Medien in der Familie. Verfügbare Sprachen sind Deutsch, Arabisch, Farsi, Türkisch und Russisch. Unseren Flyer mit der Botschaft „Sie sind nicht allein mit Ihren Sorgen“ gibt es in einer grafischen Version für Männer und einer für Frauen. Der Flyer bietet praxisnahe Tipps zur seelischen Gesundheit für Geflüchtete und ermutigt, das Hilfesystem und Beratungen zu nutzen. Er ist in 10 Sprachen erhältlich. Alle Infomaterialien können Sie als Berlinerin oder Berliner Einrichtung kostenfrei bestellen. Wenn Sie nicht aus Berlin kommen, fällt eine geringe Schutzgebühr an. Schauen Sie gerne im Bestellportal unter www.berlin-suchtprävention.de vorbei oder holen Sie die Materialien persönlich bei uns in der Fachstelle ab. Ebenfalls finden Sie dort mehrsprachige Infoplakate zu den Themen Kinder- und Jugendschutz, psychische Gesundheit sowie Drogen und Gesetz. Speziell für die Arbeit mit Jugendlichen mit Flucht- oder Migrationshintergrund haben wir eine interaktive Methode entwickelt und manualisiert, um niedrigschwellig über Substanzkonsum ins Gespräch zu kommen. Sie nutzt einen Kurzfilm im Stil eines Jump'n'Run-Videospiels und fördert die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit den eigenen Coping-Strategien. Auch diese Methode ist für Berliner sozialpädagogische Fachkräfte kostenlos und über unser Bestellportal oder vor Ort in der Fachstelle zu beziehen. Wie können wir Sie in Ihrer Arbeit unterstützen? Melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.